Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht am Donnerstag, dem 20. Februar 2020. Wie Sie unschwer erkennen können, bin ich nicht in meinem Büro in Zürich, sondern einen Tag in den Bergen, den Sportferien mit meinen Kindern. Ich bitte das zu verzeihen. Ich werde dann morgen selbstverständlich wieder in Zürich Stellung beziehen, aber heute sind wir noch einen Tag hier in den Bergen, aber nichtsdestotrotz werde ich Ihnen die wichtigsten Nachrichten selbstverständlich in kompakter und kurzer und kommentierter Form präsentieren. Ja, was ist das Wichtigste? Ich beginne mit der Titelgeschichte der neuen Weltwoche. Da sind happige Enthüllungen von Urs-Paul Engeler drin. Es geht um ein vertrauliches EU-Protokoll, in dessen Besitz wir nun gelangt sind. Sie haben davon gehört. Ursprünglich hatte das Schweizer Radio darüber berichtet und wir stützten uns auf diese Berichte in unserer ersten Bearbeitung des Themas. Doch das Schweizer Radio wollte uns die entsprechenden Unterlagen nicht aushändigen, warum eigentlich nicht, blieb auf den Quellen und Unterlagen sitzen. So mussten wir uns die Dokumente dann in Brüssel selber beschaffen, was uns dann auch gelungen ist. Ja, was zeigen diese Dokumente? Das Protokoll ist eine Mitschrift eines Debriefings der EU-Kommission zuhanden der EU-Botschafter in Brüssel und bezieht sich auf das Treffen der drei Bundesräte Gassis, Keller-Sutter und Bundespräsidentin Sommaruga mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Davos am World Economic Forum, ebenfalls zugegen. Neben dem EU-Kommissar Johannes Hahn war auch der Schweizer Chefunterhändler Roberto Balzaretti. Und dieses Debriefing hat das wirklich in sich, denn es zeigt, dass hier ein Quid pro Quo stattgefunden hat. Ich komme auf diesen Begriff dann noch. Ein Quid pro Quo. Bundespräsidentin Sommaruga, so wird das dort vermerkt, hat explizit Kommissionspräsidentin von der Leyen gebeten, sich mit Interventionen, Kommentaren absolut zurückzuhalten, still zu sein, bis zum Abschluss des Abstimmungskampfs in der Begrenzungsinitiative am 17. Mai. Also ein absolutes Einmischungsverbot oder eine Bitte, sich auf keinen Fall einzumischen seitens der Bundespräsidentin. Das klingt auf den ersten Blick ja lobenswert, aber dahinter steckt natürlich ein sehr, sehr heikles und aus meiner Sicht sehr, sehr fragwürdiges politisches Motiv, denn Bundespräsidentin Sommaruga hat nicht gesagt, von der Leyen solle sich überhaupt nicht mehr in die schweizerische Politik einmischen, sondern sie hat gesagt, sie solle sich nur bis zum 17. Mai nicht in die schweizerische Politik einmischen, denn dann findet eben die Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative statt, über die Begrenzungsinitiative. Und im Gegenzug, das wird im Protokoll auch vermerkt, verpflichtete sich dann oder verständigte man sich dann mit dem Bundesrat und von der Leyen gab dieser Forderung Ausdruck, dass man dann nach diesem 17. Mai vom Bundesrat erwarte, sich sehr entschlossen und temporeich für den Abschluss eines institutionellen Rahmenabkommens mit der Europäischen Union einzusetzen. Also ganz klar hier eine Verständigung der Bundespräsidentin mit einer auswärtigen Macht, mit dem Ziel, eine Volksabstimmung zu beeinflussen im Sinne der Bundespräsidentin, im Sinne des Bundesrates. Quid pro quo als Gegenleistung, sagte man, würde man sich dann verpflichten, eben den Rahmenvertrag voranzutreiben. Also das sind natürlich ganz, ich sage es jetzt mal, lusche Vorgänge, die man genau untersuchen muss. Ich erinnere daran, in den Vereinigten Staaten ist der US-Präsident Donald Trump aufgrund eines solchen Quid pro Quo mit der Ukraine, allerdings viel weniger weitgehend und auch nicht so einschneidend, weil es sich nicht direkt auf eine Volksabstimmung oder auf einen ganz entscheidenden Wahlakt bezogen hat, ist er in ein Amtsenthebungsverfahren verwickelt worden. In der Schweiz interessanterweise haben außer der Weltwoche keine Zeitungen diese Meldungen aufgegriffen des Radios. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt passiert, wenn dieses Protokoll hier vorliegt. Das Ganze kontrastiert natürlich etwas mit der Crypto-Leaks-Affäre, wo sich die Journalisten mit Heißhunger darauf stürzen, fast schon ironisch, mit einer leicht absurden Note. Denn wenn es so interessant sein soll, was der Bundesrat mutmaßlicherweise vor 30, 40 Jahren mit dem CIA heimlich abgesprochen hat, dann ist es ja erst recht interessant oder wäre es eigentlich erst recht interessant herauszufinden, wie sich der Bundesrat heute in ganz aktuellen europapolitischen entscheidenden, weichenstellenden Fragen mit der Europäischen Kommission
abspricht. Also hier Kollusion, ein Geheimpakt der Bundespräsidentin mit der EU-Kommissionspräsidentin im Beisein anderer Bundesräte. Das ist schon happiger Stoff und vor allem auch möchte man sehen, ob da das im Bundesrat dann auch diskutiert wird, aufgeklärt wird, was da die Kollegen dazu sagen. Ich erinnere daran, in der Geschichte des Schweizerischen Bundesrates haben solche Verständigungen und Kollusionen einzelner Bundesratsmitglieder mit dem Ausland auch schon zu Rücktritten geführt. Arthur Hoffmann wäre ein prominentes Beispiel während des Ersten Weltkriegs. Also das sind schon ziemlich einzigartige und spezielle Vorgänge. Ja, zweite Meldung, Sergio Ermotti von der UBS, der CEO, hat seinen Rücktritt angekündigt. Schon auf dieses Jahr, man rechnete eigentlich damit, dass er erst 2021 gehen würde, nach 10 absolvierten Jahren. Er geht jetzt früher, ein Holländer, Digitalexperte, kannte ich nicht, ersetzt ihn. Er wird gelobt und lobt zurück. Ermotti, was kann man über ihn sagen? Eine ausführliche Würdigung wird sicher folgen. Er hat die UBS nach den Turbulenzen der Finanzkrise ganz sicher in ruhigere und verlässlichere Gewässer geführt, natürlich in einer Periode, wo mit den Aktienkursen keine großen Höhenflüge mehr geleistet werden konnte. Der Vergleich mit den Amerikanern ist immer etwas unfair, denn die Amerikaner haben durch die Zerstörung des Bankkundengeheimnisses unter gütiger Mithilfe des Bundesrats und der schweizerischen Behörden natürlich einen Teil der Geschäftsgrundlage der Schweizer Banken kaputt gemacht und gleichzeitig sich diesen Vorteil des Bankkundengeheimnisses erobert. Heute sind die Amerikaner so ziemlich die einzigen, die ein erdbebensicheres Bankkundengeheimnis anbieten. Und das sind natürlich Faktoren, die man hier in Rechnung ziehen muss. Sergio Ermotti ist für mich eine beeindruckende Persönlichkeit. Man hat ihm am Anfang sozusagen etwas misstrauisch installiert, auf Zusehen hin. Er hat dann das Ganze aber mit Bravour geleistet. Und vor allem habe ich an ihm immer geschätzt, dass er trotz der enormen Politisierung des Finanzplatzes durch den Staat, diese eigentliche Verstaatlichung des Finanzplatzes, immer wieder den Mut gefunden hat, aufzustehen und Fehlentwicklungen in der schweizerischen Politik auch anzusprechen. Dafür ist er dann auch kritisiert worden. Ein No-Bullshit-Mann, würde man sagen, ein No-Bullshit-Manager, der bei bestimmten Diskursen immer wieder den Realitätscheck gemacht hat und die Politiker und die Medien darauf hingewiesen hat, wenn sie allzu sehr abgehoben sind in irgendwelche Konstruktionen oder realitätsferne Betrachtungen. Sergio Ermotti, das finde ich auch wichtig, ist Schweizer. Und somit authentischer Vertreter unseres Finanzplatzes, selber natürlich mit einem internationalen Background. Und last but not least, Sie erinnern sich vielleicht, die Weltwoche hat ihn einmal als Bundesratskandidaten ins Gespräch gebracht. Das war kein Scherz, sondern eine ernst gemeinte Sache. 2017, glaube ich, war es, oder ja, 2017. Und das war ernst gemeint, als es damals darum ging, einen Tessiner Kandidaten auszuwählen. Sergio Ermotti hätte das Zeug zweifellos gehabt, ein Mann aus der Wirtschaft, ein Mann aus der internationalen Welt, aber ein Mann auch mit einer sehr, sehr starken Verbundenheit zur Schweiz, zum Kanton Tessin, auch zu den, sage ich jetzt einmal, wirtschaftspolitischen Erfolgsfaktoren unseres Landes, Eigenständigkeit, Nicht-EU-Beitritt, Offenheit selbstverständlich, aber eben selbstbestimmte Offenheit und nicht Offenheit für alles, denn wer für alles offen ist, der ist ja bekanntlich nicht ganz dicht. Letztes Thema, da müssen wir drauf kurz zu sprechen kommen. Das ist nämlich etwas sehr, sehr Interessantes und, wenn man so will, Selbstverständliches eigentlich. Aber natürlich in der heutigen Zeit, vor allem in der Politik, ist nichts Selbstverständliches selbstverständlich. Vor allem das Vernünftige ist oftmals nicht selbstverständlich. Ich spreche von den jüngsten Initiativen des britischen Premierministers Boris Johnson in der Migrationspolitik. Johnson hat erklärt, er werde die britische Zuwanderungspolitik neu ausrichten, und zwar weniger billige Arbeitskräfte aus Europa, die man sozusagen automatisiert massenmäßig ins Land lässt, sondern ganz klar eine Fokussierung des Arbeitsmarkts weltweit, weltweite Offenheit, aber eben Offenheit vor allem für hervorragend qualifizierte Leute, die einen Mehrwert bringen, einem Standort, einer Wirtschaft, die dann wirklich auch gebraucht werden, die tatsächlich sich im Arbeitsprozess hier sehr produktiv und fruchtbar einbringen können. Also mehr Qualität statt Quantität, wenn man zusammenfasst, seine Strategie.
Und das ist ja eigentlich auch das, was in der Schweiz gefordert wurde mit der Masseneinwanderungsinitiative und was jetzt auch die Begrenzungsinitiative anzustreben versucht. Ein Zurück zu der alten bewährten Zuwanderungspolitik der Schweiz, die genauso ausgerichtet war oder ziemlich ähnlich ausgerichtet war, zumindest von den Motiven und Zielsetzungen her gleich ausgerichtet war, wie das, was Johnson jetzt in Großbritannien anstrebt. Und es zeigt eben auch etwas anderes, dass eben Großbritannien und der Brexit sehr stark motiviert gewesen ist durch diese Personenfreizügigkeit, die eben eine ja, fehlkonstruierte Geschichte ist, ein System, das einfach nicht zielführend ist, viel zu viel unerwünschte Zuwanderung bringt, viel zu viel Belastung der Sozialwerke, letztlich ein Verlustgeschäft für das Zuwanderungsland ist, in diesem Fall Großbritannien oder eben die Schweiz. Und die Briten sind ja nicht zuletzt wegen der Personenfreizügigkeit aus der EU ausgestiegen. Jetzt also die Neuausrichtung. Und ich hoffe, glaube und bleibe da immer guter Zuversicht, dass da die Schweiz und auch die Schweizer Politik sich endlich inspirieren lässt und sieht, dass diese abstruse Diskussion, die wir in der Schweiz führen, sozusagen die Alternative, ja, Personenfreizügigkeit oder totale Abschottung, ist einfach eine Nonsensalternative. Ich habe gestern von Severin Schwan gesprochen, dem Chef des Großkonzerns Roche. Auch er ist in dieser völlig verfehlten Denkungsart gefangen. Er sagte gestern in einem Interview, ja, wenn man nicht die Personenfreizügigkeit mit der EU habe, dann würde die Schweiz keine Arbeitskräfte, keine Fachkräfte finden. Das ist, Entschuldigung, mit Verlaub, Herr Schwan, einfach blanker Unsinn. Es ist blanker Unsinn und auch geschichtsblind zu behaupten, als würde die Schweiz oder hätte die Schweiz jemals ein Zuwanderungsregime gehabt, das uns die Möglichkeit genommen hätte, Fachkräfte international zu bekommen. Die haben wir immer bekommen. Das ist Geschichtsklitterung, Mythenbildung, falsches Denken, Oberflächlichkeit oder einfach auch egozentrische Ausrichtung auf kurzfristige Konzerninteressen, die einfach billige Arbeitskräfte aus der EU wollen und alles andere dann ausblenden. Boris Johnson zeigt den Weg. Herr Schwan, schauen Sie sich das an, lassen Sie sich von Großbritannien da inspirieren. Es gibt ein Leben außerhalb der Personenfreizügigkeit. Es gibt Fachkräfte außerhalb der Personenfreizügigkeit. Und ich bin überzeugt und ich bin sicher, dass dieses System, das die Briten jetzt anstreben, natürlich viel besser geeignet ist für die Bedürfnisse eines hochentwickelten Industrie- und Dienstleistungsstandorts, wie es eben auch die Schweiz ist. Und wir sollten von Großbritannien endlich lernen und aufhören, uns Seldwyla-mäßig, Schrebergarten-mäßig in diesen überholten, kontinentalschollen-mäßigen begrenzten Perspektiven der Europäischen Union und der Schweiz und dieses ganze, ja, diese ganze ja, Isolationsmentalität des Denkens. Wir sollten uns daraus endlich befreien. Ja, in diesem Sinne verstehen Sie das als Aufmunterung zur Inspiration und für eine Neuausrichtung etwas unserer Perspektiven hier, beziehungsweise zur Wiederaufnahme alter bewährter Ideen. Ich verbleibe hier in diesem Sinne mit besten Grüßen und Wünschen und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Alles Gute, ein schönes Wochenende und ich freue mich, wenn Sie mit der Weltwoche interessante Lektürestunden verbringen. Bis später.